So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Und wir machen heute weiter. So, mache ich den letzten Pass so. Mit der After-Story. Ich habe euch ja ein bisschen angekündigt, ich habe ja gesagt, bisschen, bis ich trainiere. Ich habe ja Glurak zumindest mal auf Level 53 gebracht. Weil da habe ich jetzt irgendwie nicht geschafft. Klar, ja, da sind auch ein paar Level gestiegen. Aber wir kriegen das jetzt nach und nach relativ hoch. Das war's auch. Als festes Teammitglied nehmen können. Wir nehmen es ja als festes Teammitglied. Ja. Wir haben als nächstes angefangen. Okay, ja. Als erstes fangen wir heute an mit dem Lieferservice. Das habe ich euch ja angekündigt. Und zwar fangen wir an mit diesem Restaurant hier. Und zwar möchte der Kellner hier, dass wir ihm ein paar Bestellungen ausliefern. Und das machen wir. Das kennen wir ja aus Pokémon Schild. Da haben wir das ja genau gemacht. Ein paar interessante Items, coole Items bekommen, die auch ziemlich witzig waren. So, auf geht's. Oh nein. Unser Lieferjunge hat sich an der Kälte eingefangen und kann nicht arbeiten. Ach, du bist ja der Junge, der hier mit Rose gegessen hat, oder? Dürfte ich euch bitten, unser Essen auszuliefern? Ja. Oh, vielen Dank, damit hilfst du uns ungemein. So, ich nehme das bestellte Essen an. Was die Lieferadresse angeht. Ja, ich habe leider vergessen, noch zu fragen. Am Telefon konnte ich irgendwie gut einen Rattern hören. Ich schaue das weiter. Okay, das Gebäude, das mit dem Rattern, das ist am Bahnhof. Und zwar ist es dieses Haus hier. Das graue. Da kriegen wir auf jeden Fall. Ah, du lieferst unser Essen. Danke. Das ist der Laden, danke. Ich mag das mehr auf den Tisch. Die Gerichte sind so lecker. Die Rechnung haben schon mal mit das Sonne gesehen. Natürlich habe ich was Süßes. Eine Pebermong L. Das können wir direkt in unserem Glurak mal geben. Das, damit es da noch ein paar Level kriegt. Moment, ich muss mal gerade gucken. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Pippermon, da. Du kriegst jetzt auch für 10.000 was aus, nein, und leicht Level 54 und mich Inferno lernen. Genau, ich hab 50. Ah, komm, rein damit. Mach mal für Durchbruch. Bei Durchbruch kannst du aber schon sagen. Morpeko ja auch mittlerweile. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Und. So, das nächste ist, ihr habt insgesamt 3 Bestellungen auszuliefern. So, dann nochmal hier Nummer 2 gleich. Ach, danke fürs Ausliefern. Es war nicht viel, aber hier ist der Lohn. 5 Nuggets, wenn wir sogar verticken können. So. Oh, hallo. Ich würde dich gerne wieder darum bitten, Essen für uns auszuliefern. Wäre das okay? Ja. Vielen Dank. Damit hilfst du uns ungemein. Ach, was die Lieferadresse angeht. Ich habe doch schon wieder vergessen, danach zu fragen. Am Telefon konnte ich aber einen Pokémon-Ruf hören. Hilfst du das weiter? Ein Flausch. Ja, das ist das Gebäude mit dem Flauschblühen. So, das ist das 4. Haus hier in dieser Reihe. 1, 2, 3, 4. Das muss hier hinten das Haus sein. Genau. Oh, ich bin davor hungern. Dieses Küstenaroma. Das muss die Lieferung vom Restaurant sein. Wir sind warten, dass das Wasser am Monster gelaufen. Danke für die Mühen. Essen gibt einem die Energie für den ganzen Tag. Deshalb sollte man keine Mahlzeit auslassen. Gut, damit haben wir das auch erledigt. Der gibt uns tatsächlich nichts. Und damit holen wir jetzt das nächste coole und nützliche Item. So. Danke fürs Ausliefern. Ist zwar nicht viel, aber hier ist der Lohn. 2 Riesen-Nuggets. Und wer die Kohle damit hat. Naja. Hilf doch irgendwann mal wieder bei uns aus. Ja, und zwar jetzt. Oh, hallo. Ich würde dich gerne wieder darum bitten, Essen für uns auszuliefern. Wäre das okay? Ja.
Vielen Dank, damit hilft es uns ungemein. Was die Lieferadresse angeht, Mann, ich habe doch schon wieder vergessen, danach zu fragen. Wie du gesagt hast, nach einem grünen Dach Ausschau zu halten. Gibt es überhaupt so ein Haus in Kilton? Naja, ein Haus an sich nicht, aber jetzt muss ich nur gerade wissen, wo ich genau hin muss. Und zwar, ja, es gibt kein Haus in Kilton tatsächlich mit dem grünen Dach. Nur, es gibt einen Stand mit einem grünen Dach, und zwar dieser hier. Direkt da mal. Oh, du lieferst unser Essen aus, was? Das müsste für mich sein. Ich hätte was bestellt. Ich könnte dieses rostroten Curry jeden Tag essen. Bestimmt, ich hab schönen Dank auch. Das gute Nacht war bestimmt gleich zu finden. Habe ich recht? Ja, und damit sind wir durch. Mit der Lieferung 30 kriegen wir insgesamt. Jetzt kriegen wir noch ein sehr cooles Item, was uns definitiv helfen wird, unser Glurak noch ein bisschen weiter zu leveln. Und zwar bekommen wir... Danke, Zeit. So. Gut. Ja, ich kann nicht mehr Fahrt fahren. Aber ich gebe meinem Glurak mal kurz das Glücksei, damit ich weiterkomme. Ja. So. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Für ein Folgeende ist es leider viel zu früh. Was machen wir denn jetzt noch? Okay. Gut, dann als nächstes geht's für uns jetzt nach Pasbeck. Weil wir am Stand noch etwas holen wollen. Moment, ich muss gucken. Pasbeck ist hier oben. Und zwar gibt es an dem Stand, wo es ja an dem kleinen Marktplatz direkt am Eingang noch ein cooles Item abzugreifen. Und zwar bei dem Herrn hier. Heute suche ich ein Stückchen Sternschaub und würde dazu 4000 zahlen. Okay. Okay. Du bist es nicht. Oh, du bist halt nicht abgeworden, was? Das ist nur eine Kleinigkeit, aber hier, nimm das. Ein Ultraball. Einer versucht gewöhnlicher Ball, mit dem sich Pokémon nur sehr schwer fangen lassen. Was haben wir denn heute im Angebot? Eine Zielscheibe. Ein Metallmantel. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Als nächstes. Okay, dann muss ich noch hin. Gut, dann haben wir als nächstes hätten wir eigentlich noch ein bisschen was zu erledigen. Und zwar, wir müssen mal zurück nach Kiel, glaube ich. Ne, Zirchester. Zirchester müssen wir zurück. Etwas haben wir nämlich noch nicht gemacht. Jetzt muss ich gerade wissen, wo ich bin. Und zwar, Brassbury, Route 2, Turlingham, Zirchester. Wo müssen wir denn da hin? Moment. Turfield. Garage. Engine. Claw. Bikeford. So, tschüss. So. Da möchte ich immer noch hin. Weil wir etwas noch nicht getan haben. Denn in Chester gibt es noch ein Gebäude, was wir noch überhaupt nicht beobachtet haben. Oder uns mal angeguckt haben. Nämlich dieses Hotel hier. Ja, das haben wir noch nicht gemacht, liebe Leute. So, fangen wir da mal mit an. Oder mein flauschiges Elfen kann ich nicht schlafen. Ja, das soll vorkommen. Das kann man bestimmt gut als Kissen benutzen. Naja. Die Gebäude in Zirchester werden seit Urzeiten in demselben Baustil errichtet. Das ist eine Art mit förmlich Geschichte. Okay. Mal hier mit euch. Sollen wir weiter nach Scott City gehen? Ich will mir den Champ Cup ansehen und damit nebenbei noch ein paar Sehenswürdigkeiten abklappern. Der Champ Cup ist vorbei. Du hast den Champ hier vor dir stehen. Ich möchte irgendwo hin, dass es hier die Eis-Pokémon gibt. Da bist du hier richtig. Ich weiß auf der Route Feuer. Willkommen im Hotel Ionia. Okay. Da.
Schon seit meiner Kindheit will ich mich in den Gangfurt Fels immer, als hätte ich mich verlaufen. So, also jetzt fange ich hier oben mal an. Ah, mein Vater-Pokémon ist ja reinigt. Es kommt gar nicht mehr zur Dusche. Dabei gehört es doch dem Typ Boden an. Was ist das nur für ein Pokémon da drin? Ein Rotomorph, okay. Auch nicht schlecht. Guck mal, in dem Mülleimer noch was ist. Manchmal hast du so ein paar Items. Wie gesagt, das Hotel haben wir uns noch nicht angeguckt. So. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sind dann nächstes. Obwohl, wir gucken uns das nächste Zimmer noch anschauen. Komm, einen machen wir noch. Ich soll mir den Pokémon geben, mit die in heiße Quellen tauchen, um ihre Wunden zu heilen. Erst wenn man die grundlegenden Techniken gemeistert hat, kann man sich Kämpfe in der Praxis stellen. Diese Lektion habe ich durch Karate gelernt. Okay. Gut, dann mache ich jetzt einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schwert. Und dann jetzt weiter mit diesem Modell, denn hier gibt es auch noch einiges zu tun.